So, liebe Jensi Fischer, jetzt noch mal was anderes. Meine Angelrute, das ist die neue Lars Hansen Sea Trout 2. Die ist nicht mehr dreiteilig, sondern zweiteilig. Hat hinten auch einen anderen Griff als die Ruten vorher. Kein durchgängigen Griff, sondern geteilt. Das ist eine Frage des Geschmacks. Die Rute wird dadurch ein bisschen leichter. Der Hebel ist der gleiche, also diese Entfernung hier. Das passt, das ist genau wie bei den guten Vorgängern. Ansonsten ist der Blank auch ähnlich. 20 bis 50 Gramm ist ein relativ großes Spektrum. Die Rute ist immer noch 3,15 lang und hat auch hier noch den praktischen Einhänger für die Köder. Also ich kann sagen, fast baugleich, aber nur fast. Bei den Einstiegringen seht ihr, die sind etwas nach vorne gebogen, was möglicherweise den Vorteil hat, dass ihr weiter werfen könnt. Bei den Spitzenringen ist es so, dass die etwas schmaler sind als bei den Vorgängern. Vor- und Nachteile werden sich in der Praxis zeigen, ich weiß es nicht. Wir werden schauen. Ihr habt dann nochmal den Griff. Ja, ist eigentlich eine ganz schmucke Rute, vor allem für einen Kurs von, ich sag mal, unter 100 Euro gibt es hier auf jeden Fall. Super, die macht genau das, was sie soll. Können mit den richtigen Ködern werfen und letzten Endes, ja, würde ich sagen, muss es kein 300 Euro Prügel sein.